anfangen zu sprechen. Genug! Ihr Lieben, ich sage es schon mal, guten Abend nach Hause. Hier ist Freischnauze XXL mit seinem RTL-Shop. Heute muss alles raus. Und hier ist es auch schon, unser Tagesangebot. Unsere multifunktionalen Comedians, nur heute, nur hier, Mirja Mills! Hallo, was für ein Empfang, ja. Mirja. Mein Gott, Tumulte. Mirja, ja? Wusstest du eigentlich, wo Elton seine gesamte Kindheit verbracht hat? Nein, aber da, wo ich auch war, im dicke Kinder Abnehmcamp. Ah. Und genau, da bist du jetzt auch. Im dicke Kinder Abnehmcamp. Im dicke Kinder Abnehmcamp mit Elton zusammen. Kommt doch einfach in die Mitte, ihr Lieben. Ihr seid jetzt also zwei dicke Kinder im dicke Kinder Abnehmcamp. Kann ich nicht eine Pflegerin sein? Nein, eine Pflegerin. Das bedeutet, das Nutella ist leer, aber das Zimmer wird voll. Wie man sieht, Mirja, du bist schon ein bisschen länger im Camp. Ja. Ne? Also du bist die Stubbenälteste und jetzt kommt der kleine dicke Elton und du machst den erstmal richtig rund. Ne? Weil der ist neu. Also du bist jetzt die böse Zimmergenossin, die knöpft sich den kleinen dicken Elton vor. Aber das Ganze natürlich von A bis Z. Ja, natürlich. Ja, natürlich, also sonst wäre es jetzt so einfach. Ich muss jetzt mit A anfangen, oder wenn was? Du anfängst, fängst du mit A an und dann käme B, das wäre dann für Mirja. Aber okay, viel Spaß, ihr Süßen. Ah, Hunger. Bernd, du hast schon mein ganzes Nutella aufgegessen. Was willst du noch alles essen? Cremetörtchen. Die hattest du heute Morgen. Echt? Friss mal ein bisschen weniger, wird es auch besser mit deiner Figur. Glaube ich nicht. Hallo? Du wiegst 126 oder sowas. Das muss besser werden. Ich glaube, die hat noch was zu essen. Ja. Jetzt kommst du sofort wieder hier hin. Kann ich nicht wenigstens noch ein bisschen? Lass mal überlegen. Morgen und ich bin tot. Nächstes Jahr vielleicht bei dem Fettvorrat. Oh Mann, du bist aber auch gemein. Pass mal auf, noch zwei Salzstangen heute, dann ist Schluss, ja? Ist von Kuh, ne? Kuh. Was hast du eben noch gesagt? Pass mal auf, noch zwei Salzstangen und dann ist Schluss. Quatsch mit Soße, ich halte das schon durch. Richtig. Das ist eine gute Einstellung. Sicher, ich bin vielleicht nicht der Schlankeste hier, aber Tetje ist doch noch... Tetje hat schon 10 Kilo runtergehungert. Unglaublich, oder? Vielleicht ein bisschen mehr Sport, Freundchen? Hm? Widerwillig. X-mal, habe ich dir schon gesagt. Ist weniger, dann wird's besser. Yes. Zu Hause kriegst du auch nichts mehr. Ne? Ha ha ha!
Das ging doch schon so schön und ja. Du hattest so eine Angst. Ist ja auch ein so tolles Publikum hier, da macht's echt Angst. Ja.